So Leute, grüß euch. Weiter geht's bei No Man's Sky im nächsten Fall und läuft. Zeit läuft. So, dieser Planet ist schon mal irgendwo nicht schnell. Ich fliege erstmal den Planet noch ein bisschen weiter ab. Und gucken, ob wir noch bessere Inseln finden. Vielleicht würde ich was Optimaleres finden. Schauen wir mal erstmal. Ne, sieht nicht danach aus. Ah, stopp. Nein, vergessen wir den Planeten jetzt nicht. Raus. Nicht lang. So, stopp. Dieser Planet sieht immer nicht nach sowas aus. Scan. Stickiger Planet. Ah, also ich will kein stickiger Planet. Das hört sich wirklich. Und was? Also erstmal mal die den Planeten machen. Was ist das denn? Scan. Grüner Planet. Na. Und dieser Planet, dieser blaue. Winterlicher Planeten, aber wir haben da ist doch irgendein Planet irgendwo. Wo ist denn der? Okay, da muss ich an diesem Planeten vorbei fliegen. Okay, alles klar. Dann fliegen wir mal an diesem Planeten vorbei. Boah, der Planet sieht perfekt aus. Ich glaube, wir haben einen astralen Planeten, oder? Vorsichtiger Planet, ja egal, wir gucken trotzdem mal nach. Ich glaube, der könnte vielleicht was sein. Den schauen wir uns mal eben an. Ah. Mal ganz kurz was nachgucken. Haben wir noch? Ja, wir haben noch was drin. Ja, perfekt. Ausgezeichnet. Einen Sprung könnten wir noch machen. Oh nein, was fehlt denn jetzt? Ah, Tritium, ne? Alles klar, okay. Zack. Und weiter geht's. Und zack. Hm, bin ich mal gespannt. Bin ich mal sehr gespannt. Bin ich mal mega gespannt. Voyage, voyage. Greenscreen immer noch perfekt. Yeah. Mega. Okay, okay. Aber es ist ein frostiger Planet. Das könnte das. Ich. Langsam. Oh, viel Wasser. Sehr viel Wasser auch. Nein, Leute, nein, der Planet ist auch nichts. Muss ich sagen, würde ich sagen, wir wollen das nächste Sonnensystem. Zack, ja, schau, schau. Zack. So. So. Jetzt komm. Was soll denn für eine Scheiße? Ey. Ach. Kann ich bis dahin noch kommen? Na. Kann ich noch bis dahin kommen? Nein. Hier bin ich, ne? Das heißt. Zum Beispiel. Was? Nicht? Ich könnte aber. Da könnte ich doch hin, ne? Zu dem hier, ne? Derzeitiger Stand. Ach, da bin ich. Oh. Das ist Mist. Aber da bin ich ja. Ah, Scheiße. Ist denn noch irgendwas passiert? Und nee, ist. Mist. Ah, der Hyperantrieb reicht jetzt nicht. Och, Mann, das gibt's doch nicht. Dann würde ich. Aber der. Paradiesischer Planet? Aber der paradiesische Planet ist kein paradiesischer Planet. Von außen sieht er aus, als wäre da richtig schön viel grün. So, das sieht wie die Erde außen aus, aber ist leider gar nicht so einer. Und das ist das Problem. Mist. Sieht wie die Erde aus, ne Leute? Wahnsinn. Okay, ich muss ein bisschen fliegen.
Oh nein! Das habe ich doch gar nicht reparieren. Oh, scheiße. Ah. Oh, jetzt haben wir mal ein großes Problem. Ich. Aha. Oder kann ich die reparieren? Ach du Scheiße. Toll, sehr witzig. Na, das ist ja cool. Ja, ihr müsst jetzt mal 8 Minuten dahin fliegen. Scheiße, haha. Warte mal, warte, es geht aber noch anders. Indem ich da durchknalle. Stimmt ja. Und zack, so. Mädchen, so geht das auch. Dann muss ich einfach durch die Sachen durchfliegen und bis mein Raumschiff schädigen. Oh, was war das denn für ein Blödsinn? Und zack, so. Oh, wunderbar, Tritium, da wird sein. Yeah. Geht doch. Das ist der paradiesische Planet, ne? Nein. Wo ist er denn jetzt? Da. Aber er ist ja nicht so ein wunderschöner Planet. Er sieht von außen schön aus, aber er ist nicht so. Weil er noch viele kleine Inseln hat, aber nichts Großes. Und das ist das Problem. Seht ihr jetzt, wie sich jetzt verändert? Nur viele kleine Inseln, aber. Ja, schön, ja. Hier sehen wir ganz viel Land, aber. Doch! Das ist viel Land! Was? Im Ernst jetzt? Das kann doch. Was? Im Ernst jetzt? Es gibt doch richtig Strände und sowas! Wir haben doch den perfekten Planeten gefunden, Leute! Wir haben doch den perfekten Planeten gefunden! Der perfekte Planet! Yeah. Also die Erde grün ist ja. Yeah! Geil, Leute, perfekt, wir haben es geschafft. Der perfekte Planet? Ja, wie geil ist das denn? Wir haben doch die perfekten Planeten gefunden. Warte mal, dann gehe ich mal weiter da hinten hin. Yeah! Doch, das ist der perfekte Planet hier. Yeah! Hier lassen wir uns nieder, Leute. Hier lassen wir uns komplett nieder. Hier haben wir auch richtig. Ach, ey, yeah! Aber ich will am Wasser. Am Wasser will ich sein. Boah, Leute, wir haben Astral Planeten gefunden. Boah, wie geil ist das denn, ey? Schön grünes Gras, alles. Jo, Bäume. Boah. Perfekt. Der perfekte Planet. Unser Zuhause, Leute. Willkommen zu Hause. Wir sind da. Herrlich. Schön grünes Gras, alles wunderschön. Hier fangen wir an, unsere Basis aufzubauen. Aber wieder, ich will am Wasser. Ne? Wir bauen uns am Wasser. Oh. War ein richtig guten. Ai. Doch. Perfekter Strand. Hier, perfekt. Hier, perfekt. Hier ist doch. Ja, yay. Geht doch. Da haben wir es doch. Perfekt. Hier ist es komplett perfekt. Ja. Ausgezeichnet. Hier bauen wir uns auf. Ja, hier. Perfekt. Genau. Hier ist sogar richtig Strand. Ey, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den perfekten Ort gefunden, um uns aufzubauen. Yeah! Woo! Geil! Guck dich mal das mal an. Ausgezeichnet. So, zack. Zack. Ich kann. Yeah! Wow! Yeah. Perfekt! Yeah. Suche nach kartografischen Archiven. Die universelle Archivsuche weist keinen früheren Anspruch auf diesen Ort. Oh, so nah das bestehe ich Ort für auch geeignet. Ja, beanspruchen. Woo! Ja, Leute. Mega perfekt. Ha, astreine Stelle gefunden. Wie schön, ey. Perfekter Planet. Wow, der sieht auch noch aus wie die Erde von außen. Ja, geil. Wir haben unseren astreinen Planeten gefunden, Leute. Ha, unsere Basis. Ja, wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Wie schön. Ach, wie herrlich. Wir sind zu Hause, Freunde. Es ist geschafft. Dazu brauchen wir Wasser, ja, Metallplatten. Ne, das müssen wir jetzt auch alles, ne? So, zack, zack. So, ich stelle jetzt mal alles Nötige jetzt auf. Zack. Was braucht das? Ah ja, okay, alles klar. Nicht das Problem, nicht das Problem. Magnetisierte Sphäre können wir doch sogar direkt herstellen. Zack, zack, Ebola.
Zack, Viererschraub habe ich doch genug. Zack. Nein, warte mal. Falsch. Haben wir auch reines Viereck zufällig da? Okay, wir müssen erstmal ein Viereck, ne? Los geht's. So. Und währenddessen. Zack. Zack. Braucht das Metallplatten 4, okay. Jo, okay, da bauen wir mal auf. 1, 2. Oh, jetzt fehlt Kohlenstoff. Aber Kohlenstoff ohne Probleme. Yeah. Überall ist Kohlenstoff, aber mehr als genug. Wirklich richtige Bäume, ey, wie, boah, der perfekte Planet, den wir haben da zu Hause gefunden, yeah! Haha! Erste Hauptmission für das Let's Play, Perfektions! Zack, so, schön! Ja, kann weitergehen, perfekt! Zack, zack, zack! Zack, zack und zack. So, das war's. Jetzt, erstmal mal gucken, wo machen wir die Tür hin? Ich würde sagen. Ja, oder? Ne, doch, die Tür machen wir hier hin, genau. So, zack. Oh, Scheiße. Aber wenn, der kann ich schon mal bauen, ne? Gut, dann 1, 2, 3. Oh, ja, doch. 4. Fenster haben wir ja keine. Nope, haben wir nicht. So, ich fehlt wieder Kohlenstoff. No problem. Yay. Oh, ein sphärischer. Reine Sphäre? Oh, das gießt doch gerade. Yeah. Boah, mega perfekten Planeten gefunden, ey. Mit allem drum und dran, was wir brauchen. Leute, ein schön grünes Gras, alles. Aha, wie geil. Einfach nur extrem cool. Ah, was für ein schöner Abend heute, echt Leute, mega. Ja, komm, sieh zu. Ich brauche aber mehr Kohlenstoff. Oh, sogar zwei Wissenssteine habe ich hier. Ja, wie geil ist das denn? Aktivieren wir die mal, um ein bisschen noch Wörter zu lernen. Zack. Et voilà. Tour. Bang. Jig. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Ich sehe zwei große Aliens, die miteinander kämpfen. Irgendwann besiegt einer den anderen und lässt ihn verbluten zurück. Mit letzter Kraft zeigt der Besitz besiegte Alien in meine Richtung. Wissen annehmen natürlich, yay! Der Name Valkin geistert mir als Echo des letzten Visionen durch den Kopf, die ich gerade hatte. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Da. Jetzt noch der Wissenstein, yeah! Zack! So, Ding, das war schon perfekt. Yeah! Weiter geht's! Was aufbauen, yeah! Das ist so mega! Was haben wir denn für ein Bereich? Verständlich. Drei Wochen hier, drei Sterne. Aha. Dann warte mal kurz. Kann ich hier. Oh, ja, Tür. Perfekt. Und weiter geht's mit meinem. Zack, 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 zack. Und bam. So, und jetzt. Wir nehmen die Decke. 1, 2, 3. Okay. Vierer Staub fehlt. Kein Problem. Nicht das Problem. Ah! So, Viererstaub. Haben wir mehr als genug. Überall. Ey, das ist so mega perfekter Planet. Ah, geil, ey. Das perfekte Zuhause gefunden. Yeah! Und der Planet sieht auch so aus wie die Erde, Leute. Wie geil. Ist das hier kein Kohlenstoff? Nein, ach so. Okay, wir machen einfach kurz noch weiter.
stellen eben noch weiter fertig. Oh. So, zack. 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 Und. Zack. So. So. Dann wollen wir mal die Sachen alle jetzt, ne? Welche Richtung? Ja, ist okay. So. Mit da unten mitkommen. Zack. So. Und als gut zu guter Letzt. Was fehlt denn da? Magnetisiert. Ach, Magnetisiert ist Sphäre, ja natürlich. Zack. Ah, super. Zack und wow, zack und let's go. Yeah, oh yeah. Boah, astralen Planeten gefunden, Leute. Der mega Hammer, muss ich sagen. Oh, herrlich, wie schön. Yee. So, jawohl. Ich hoffe mal, das reicht, oder? Aber brauchen wir noch Kohlenstoff, Kohlenstoff Nanorohr. Die ist mir doch einig, glaube ich. Okay, viel Kohlenstoff, kein Problem. Kohlenstoff holen wir, kein Problem. Biers Problem. Ich habe hier ohne Ende Kohlenstoff überall. Ja, diese Gebüsche zum Beispiel, genau. Zack. Zack, zack. Oh Scheiße, das soll jetzt wohl besser, ja? Toll, jetzt. Oh, oh. Verarscherei, ey. Das bräuchte geil ab für was anderes, Mensch. Ist ja wohl nicht zu fassen, ey. Oh, 2 Minuten noch. Okay, ab in die Butze wieder rein. Herrlich, yeah. Ah, wie schön. Und was ist... Das ist ja interessant. Sehr interessant. So. Achso, Mist. Das sind wir noch kurz auf eine andere erstellen. Oh, ich... Zack. So, aber jetzt, oder? Tada! Zack! Tada! Na, also geht doch. So, wunderbar. Sag mal, solche Dinger finde ich hier auch eigentlich, oder? Was gibt's hier nicht alles? Verborgene Module gibt's hier nicht, oder was? Ja, aber dann definitiv noch einen anderen Planeten, den ich da habe. Ist ja wohl logisch, ne? Aber wie dieses schön hier. Kupfer ohne Ende, ne? Was nämlich das Perfektere, das noch Perfektere ist. Ha, ganz wie Kupfer, das ist perfekt. So brauchen wir das, Leute. So brauchen wir das. Yay. So, dann ist auch der Part wieder vorbei. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und ja, ne, bis zum nächsten Mal. Bye.